Ich werde diese ganzen Dinger irgendwie nach und nach hochladen müssen. Das ist jetzt wieder ein geiles Wortspiel, ein Kiffcast. Warum Kiffcast? Nun, wenn ich mal zurückgehe in meine Vergangenheit, dann war ich auch einer von denen, die diesen Button getragen haben mit Legalize Marihuana und fand irgendwie Free Shit eine ziemlich tolle Idee. So, jetzt bin ich in Bhutan und Bhutan ist ein smoke-free country. Das heißt, Tabak ist mittlerweile verboten und man darf hier nicht rauchen. Und jetzt denke ich, so eine Scheiße, weil überall am Straßenrand dieses Zeug hier wächst. Dieses Zeug ist reinstes Marihuana. Man glaubt es überhaupt nicht. Wir haben das Zeug heute mal hier auf die Heizung gelegt. Wir haben so fahrbare Heizungen hier. Just for fun zum Trocknen. Und ich muss sagen, diese thailändischen Räucherstäbchen sind überhaupt nichts. Dieser Duft in diesem Zimmer hier ist sensationell. Also, in Bhutan wächst Marihuana am Straßenrand. Es war wirklich so. Wir waren gerade pieseln und unser Guide hat gesagt, hey, guck mal, was ich da gefunden habe. Und hat mal eben so einen Riesenzweig Marihuana abgebrochen und uns geschenkt. Wir betrachten das Ganze natürlich rein wissenschaftlich aus botanischen Gründen und versuchen mal rauszubekommen, ob das eine ganz besondere Art von Marihuana ist. Wir würden natürlich niemals versuchen, das Zeug irgendwie als Droge zu benutzen, sondern eher, weil es einen sehr angenehmen Duft hier im Raum verbreitet, der doch ein bisschen künstlich ist. Was aber auch nicht wirklich stimmt, weil eigentlich ist dieses Hotel, das wir hier haben, in Trongsa. In Trongsa, ziemlich geil, ein Riesenraum, ein Riesenbad und wunderbar gelegen. Fotos gibt es auf der Flickr-Seite, Reports gibt es auf reisen.wannhof.de, wissenschaftlich ist dann auf wissenschaft.wannhof.de. So, und jetzt werde ich mal gucken, wie ich am besten dieses geile Teil, man sieht die Blüten, ja, wie ich das entsorgen kann, fachgerecht und dem Gesetz entsprechend.